Genau, Recording in Progress, sehr gut. Damit wir das auch für die anderen haben. Ja, liebe Sophia, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, liebe Mai. Voll Wie schön. schön. Ja, wollen wir vielleicht gleich einsteigen, vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, weil einige sind ja deine Follower, aber auch von bei mir sind ja auch einige dabei. Magst du uns kurz erzählen, wer du bist und was du so machst? Ja, ich bin die Sophia Gob. Ich bin ursprünglich aus Fürstentum Liechtenstein, wohne jetzt seit 2 Jahren in der Schweiz mit meinen beiden Kindern. Und ich bin ja seit knapp einem halben Jahr intensiv im Online-Business tätig. Ich begleite Frauen in die finanzielle Freiheit mit dem ganzen Geldbewusstsein. Und ich liebe die Finanzen, denn ich war 12 Jahre bei liechtensteinischen Banken angestellt und habe mich immer gefragt, was ist der Grund, dass viele Menschen einfach so emotional auf Geld reagieren? Was ist der Grund, dass Menschen ihren Charakter verändern, wenn es ums Thema Geld geht? Was ist der Grund, dass es so viele Streitereien gibt? Und ganz persönlich habe ich einfach durch all meine Lebenszeit meinen Weg gemacht und viele Ausbildungen auf dem energetischen Bereich auch. Ja, im Körperprozess, also ich arbeite auch sehr viel mit Körpern selber, weil ich das einfach liebe, wenn meine Hände da Körper berühren dürfen. Natürlich immer mit Kleidung, ich bin keine ausgebildete Masseurin, bei mir ist es einfach die Berührung mit Kleider und ja, Räume, energetische Räume zu eröffnen und vor allem Menschen zu ermächtigen, aus sich herauszukommen, aus sich, ja, in sich zu wachsen und Grenzen zu sprengen und vor allem eben finanziell frei zu werden, auch das Geld zu verstehen, das Geld lieben zu lernen und das Geld von einer ganz anderen Seite zu betrachten. Das ist so mein Weg, den ich jetzt ja, seit einem Jahr eingeschlagen habe oder eingegangen bin, weil ich das einfach von Herzen liebe. Ja, das ist so kurz gefasst zu meiner Person. Voll schön. Und das, ich finde, du sprichst auch gleich mal so einen Punkt an, wenn ich mich so daran erinnere, oh Gott, wie lange ist das jetzt her? Also auf jeden Fall über 10 Jahre her, wo ich damals meinen ersten schamanischen Lehrer hatte, weil wir reden ja sehr viel von Energien und für mich ist das ja eine sehr, sehr spirituelle Erfahrung, die wir ja damit machen oder eine spirituelle Beziehung auch, die wir ja haben mit Geld, ja. Und ich weiß noch, wo ich damals gerade erst angefangen habe, da gingen dann so Glaubenssätze rum, dass wenn man spirituell ist oder spirituell arbeitet und damit eben auch energetisch arbeitet, dass man dann aber nicht viel verdienen darf damit. Ja, genau. Das sind so diese Omen, die rumgegangen sind, dass ganz viele spirituelle, große spirituelle Lehrer einfach pleite sind. Und ich finde einfach, wenn man darf Geld verlangen, auch für diese Energiearbeit, dann ja, es eröffnet einfach unendliche Möglichkeiten. Denn ja, wenn wir in einen Apple Shop gehen und ein iPad oder was auch immer kaufen, bezahlen wir auch. Und unsere Arbeit im Energiebereich, das sieht man vielleicht nicht im Außen, sondern der Mensch nimmt es im Innen wahr, wenn es sich einfach etwas verändert. Und ich selbst habe, ja, wenn ich gerade ausholen darf, ich selbst habe jetzt gerade eine Sportmannschaft begleitet, als der Trainer im mentalen Bereich, sprich auch auf Frequenzebene, auf energetischer Ebene. Und die haben 9 Siege in Folge geschafft und sind auch Schweizer Meisterschaft im Juniorenspitzenfußball geworden. Und was ich damit sagen will, ist einfach, wenn die Energie, wenn wir diese Energie freisetzen, wenn wir diese Person ermächtigen, dass die Energie fließt, dann fließt alles im Leben. Und wenn wir im Kopf sind, alles nur mit dem Kopf machen möchten, das funktioniert einfach nicht. Das verhärtet die ganze energetische Struktur im Körper und lässt einfach das ganze System verharren und verhärten. Und ich stelle das ganz oft bei Menschen fest, wenn sie einfach gewisse Ansichten oder ja, Schlussfolgerungen haben, dass etwas so sein muss, es muss nur so funktionieren. Und es funktioniert einfach nicht. Es geht viel einfacher, wenn wir im energetischen Chaos sind. Und all das, für all das, ich habe,
glaube, 200.000-300.000 Euro ausgegeben für all meine Ausbildungen. Und das war auf großem energetischen Räumen internationaler Ebene. Ja, und es ist erlaubt, in diesem Bereich auch Geld zu empfangen, weil ganz allein in meinem Leben hat es persönlich massiv verändert, weil ich dieser Energie gefolgt bin, weil ich immer, wenn ich so einen Impuls hatte, mein Kopf hat 100-mal Nein gesagt. Und ich bin diesem Impuls gefolgt, dieser Energie gefolgt. Ja, und ich hatte maximale Durchbrüche. Und ich führe jetzt ein Leben, was ich immer davon geträumt habe, mit meinen beiden Kindern. Ja, und ich bin alleinerziehend und ich genieße das einfach, wenn ich nicht jeden Cent umdrehen muss. Ich genieße das, wenn ich meinen Kindern einfach eine Ausbildung oder ein Hobby bezahlen kann und darf, das vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren unvorstellbar gewesen wäre oder ist. Und das ist einfach Energie. Und wenn wir rausschauen, ist alles Energie. Und wir sind in einer Zeit angelangt, wo es einfach erlaubt ist, diese Energie zu leben. Und das macht maximal Spaß, aufzustehen und auch in der Frage zu sein mit der Energie. Oh, das ist so schön, dass du das sagst. Ich weiß nicht, manche vielleicht kennt ihr auch Bob Proctor. War das Bob? Nee, Entschuldigung, nicht der Bob Proctor. Das war der Wallace D. Wallet, uraltes Buch. Ich glaube, 1911 hat er das geschrieben. Und was ich da so spannend fand, was er da gesagt hat, war nämlich, dass von den Energien her auf dieser Welt so viel vorhanden ist, dass jeder sich quasi ein weißes Haus leisten könnte, plus Garten, plus alles drumherum. Und das Einzige, was uns davon abhält, dass wir alle in dieser Fülle leben, ist da drin. Ja, absolut. Ich vergleiche das immer mit meinen Kundinnen, oder Kunden vergleiche ich das immer so, sage ich, hey, wenn die alle Menschen auf dieser Welt ganz tief einatmen, es gibt immer noch genügend Sauerstoff. Und so ist das auch mit dem Luxus, mit dem Überfluss, mit dem Geld. Wenn wir uns erlauben, Geld zu bekommen, Geld ins Leben zu ziehen, Geld auch anzunehmen, bereit sein zu empfangen, es hat genügend, es hat so viele Millionen, Milliarden auf dem Planeten Erde, dass jeder Mensch im Reichtum leben könnte. Viele erlauben sich es nicht. Und das ist genau mein Spezialgebiet, weil ich hole dann einfach die Menschen ab, dort ab, wo sie sind. Vor allem, es hat das familiäre Umfeld, es hat das soziale Umfeld, es hat das kulturelle Umfeld, das hat alles einen maximalen Einfluss, dass wir uns nicht erlauben, einfach vielleicht ein Luxusauto zu fahren. Der Nachbar könnte ja erzählen, der Nachbar könnte ja sagen, und immer, also es sind einfach so viele Menschen einfach im Außen fokussiert und die wollen immer alles im Außen gerecht werden und gerecht machen. Und da draußen ist kein Erfolg. Der Erfolg findet bei uns im Innen statt. Und wenn jeder sich selbst diesen Schlüssel an die Hand nimmt und das eigene Schloss in sich drinnen öffnet, da ist die Fülle. Das ist so einfach. Mhm. Ja, unbedingt. Ich finde es so schön, dass du dieses Beispiel von den Nachbarn gerade gesagt hast, weil das war auch so eine Sache, ein Teil des, wie sagt man, des sich energetisch umzustellen, ist ja auch in der Freude zu sein und in der Dankbarkeit für das, was man hat, dass man das auch mal zelebrieren darf, ne? So die Sachen. Und da ist mir erstmals bewusst geworden, wie viele Menschen sich nicht einmal das trauen. Weil ich kann doch nicht mich freuen darüber, dass ich, keine Ahnung, gerade eine Gehaltserhöhung bekommen habe, wenn meine Kollegen das nicht haben. Ja, was ist denn dann mit, ne, so, was ist denn dann mit meinen Kollegen? Und das ist so schade, weil man ja eigentlich gemeinsam doch feiern könnte, dass die eine Person jetzt irgendeinen Erfolg hatte. Aber wir trauen uns nicht und wir reden dann lieber über die Sachen, die uns wehtun, die uns schmerzen, wo wir nicht gut genug sind, weil wir uns lieber darüber mit den anderen verbinden wollen. Und dadurch halten wir uns ja alle gemeinsam davor zurück, in der Fülle zu sein. Absolut. Ja, das ist so. Und ich sehe so viele Frauen, die wollen unbedingt finanziell frei werden. Die wollen sich wirklich all das leisten, was ihr Herz begehrt. Und
Sie sind nicht bereit, alles für das Geld zu tun. Nicht fürs Geld, sondern für das Geld. Und das ist ein maximaler Unterschied, ob die Frau was fürs Geld tut oder für das Geld. Denn wenn sie für das Geld geht oder für das Sein, um ganz viele Menschen da draußen einfach mit ihrem Wissen, mit ihrer Energie, mit ihrer Einzigartigkeit und mit ihrer Größe, diesen Beitrag zu sein, dass diese Menschen einfach einen Schritt weiterkommen, die sind nicht bereit, da durchzugehen. Die haben Angst, was könnte ein Nachbar sagen, Angst vor Bewertung, Angst vor Kritik, Angst vor irgendwas. Und mein Ausbilder, also Gary Douglas von Access Consciousness, der hat immer gesagt, wenn wir ganz viele Bewertungen bekommen, seid offen und bereit, um Bewertungen zu empfangen, weil in diesen Bewertungen drin ist ja auch das Wort Wert versteckt. Und es ist nicht immer alles negativ, sondern wir können, oder ich kann für mich immer analysieren, okay, was ist der Grund, dass ich so eine Bewertung bekomme? Was kann ich daraus nehmen, was vielleicht die andere Person jetzt gerade getriggert hat, was auch immer. Und es ist nicht immer alles negativ, sondern es ist ein maximaler Beitrag, den wir empfangen dürfen, wenn wir ein Feedback, eine Rückmeldung von anderen Menschen bekommen. Und natürlich, es kommt immer auf die Energie darauf an. Wo ist die Energie? Ja, unbedingt. Ha. Jetzt waren gerade meine Kopfhörer weg, aber ich habe dich gehört. Also dann über das andere. Ja, und es ist dieses auch sich gemeinsam aufzubauen, ne? Weil du jetzt auch gerade nochmal die Frauen angesprochen hast. Wie viele Frauen ganz, ganz oft immer noch in diesem Konkurrenzkampf miteinander waren, ja, oder sind. Ja. Das ist, ich finde, dass Menschen machen sich selber das Leben so schwer, weil der Neid, die Gier, was auch immer, ist so im Vordergrund, die Angst ist im Vordergrund. Und ja, was wäre möglich, wenn wir Frauen uns gemeinsam bereichern, gemeinsam supporten und füreinander ein Beitrag sind. Und es geht nicht, weil wir sind einzigartig auf dieser Welt. Wir sind so individuell und es gibt nur eine einzige Person auf dieser Welt, so wie wir sind. Und das bist du als Mai, bist du einzigartig. Es gibt keine andere Frau mit deiner Energie, mit deinem Wissen, mit deiner Ausstrahlung. Jede ist unterschiedlich und ich glaube, das dürfen ganz viele Frauen einfach kennen, dass sie diese Hürde mal oder diese Barrieren fallen lassen und wirklich schauen, okay, was für ein Geschenk schlummert in der Frau? Und die müssen nicht immer alles im Außen suchen, weil das pure Geschenk, die wahre Liebe ist im Innen. Ja, auf alle Fälle. Jetzt warte mal, irgendwie bist du mir im Instagram gerade raus. Warte, ich muss da schnell Kabel wechseln. Ja. Ich habe vorhin gesagt, meine wundervollen Kinder, nutzen mein Handy und dann habe ich ganz oft einfach keinen Akku. Genau. Ja, und wie gesagt, ich wünsche mir von ganzem Herzen und mein Ziel ist, dass ich mit meinem Sein, mit meinem Tun, mit meiner Arbeit Millionen von Frauen auf diesem Planeten erreichen kann, weil jede Frau, und das habe ich, ist mir so letztes Jahr so bewusst geworden, wo ich selber durch ganz große Täler durchgegangen bin und ganz viele Frauen oder Menschen haben Angst, mal so diese Talsohle im Leben zu erreichen und haben immer das Gefühl, man muss doch glücklich, man muss jeden Tag nur noch happy sein, man muss ausstrahlen und man muss irgendwo eine Maske anziehen, dass man einfach ja, im Leben ist. Und meine Erfahrung war einfach über all diese Jahre, dass jedes Mal, wenn ich ein tiefes Tal durchschritten habe, bin ich immer viel, viel größer rausgekommen, weil durch diese Erlebnisse, durch diese
Aufarbeitung der Vergangenheit habe ich einfach so viele Erkenntnisse gewonnen und erhalten, dass ich um ein Vielfaches einfach größer geworden bin in mir, viel gestärkter, mit viel mehr Bewusstsein, mit mehr Selbstwert wieder hervorgegangen bin. Und ja, jedes Mal, wenn man einen Schritt zurückgeht, man geht nie mehr so weit zurück, wie man mal war, weil es geht immer wie die Stufe, geht es raufwärts, dann geht man vielleicht einen zurück und geht fünf hoch, einer zurück, also man geht nie mehr so weit zurück, wie man das irgendwo mal war. Und von dem her empfehle ich einfach jeder Frau, beginne heute schon, denn ja, das ist dein Originalleben und warte nicht bis irgendwann dieser richtige Zeitpunkt kommt. Und eben wie gesagt, mein Ziel ist, dass so viele Frauen als möglich die finanzielle Freiheit erreichen, für sich selbst wieder die Macht der Finanzen zurückholen, die Macht des Geldes zurückholen, um wirklich selber auch die Zahlen zu kennen, zu wissen, okay, wie viele Ausgaben habe ich pro Monat, wie viel nehme ich ein und auch danach zu fragen, wie viel Geld brauche ich. Und ich stelle einfach fest, wenn man auf einem gewissen Level ist, was natürlich erarbeitet werden darf, kann man wie auf Fingerschnips kann man Geld bestellen. Heute zum Beispiel auch, gestern heute habe ich einfach nach Kunden gefragt und ich habe 2, 3 Anfragen bekommen. Und das ist einfach, weil ich gelernt habe, auf dieser Frequenz, auf diesem Energielevel einfach zu sein und daran zu glauben, dass es magische Kräfte gibt, weil jeder spürt das, wenn man nur alleine die Hände reibt und diese Energiekugel formt. Es funktioniert einfach, es ist alles Energie und das darf einfach jede Frau, wenn sie möchte, für sich lernen. Und sie tut es nur für sich. Dankeschön. Und du hast 2 wichtige Punkte. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht alle, aber ich nenne sie jetzt trotzdem und dann können wir ja gucken. Weil das eine, finde ich, ganz, ganz wichtig ist, dieses Thema, dass du ja gesagt hast, dass wir als Frauen ganz, ganz oft gerade das Thema Geld so ein bisschen von uns fernhalten. Erstens ist es so eine männliche Energie und zweitens ist es sowieso, gerade vielleicht auch im spirituellen Bereich, ja, das ist so weltlich. Ja, das, ne, und halten das dann so auch von uns fern. Doch vielleicht erstmal den Punkt, ich schreibe mir das andere einfach auf. Aber wie wichtig, dass dieser Punkt dabei ist, gerade mit dieser männlichen Energie nochmal sich vielleicht ja in Harmonie zu gehen. Also wirklich, ne, wirklich in ein, so wie du gesagt hast, so in diesen Einklang zu gehen, ne, auch. Weil es ist trotzdem ein Teil von uns. Wir sind ja Teil von dieser Erde, ne? Absolut. Und wir haben alles in uns. Wir haben die männliche und die weibliche Energie. Und wenn Geld einfach die männliche Energie ist, wir dürfen erlauben, diese Geldenergie, diese männliche Energie einfach für uns ja, zurückzuholen. Und eben vorhin habe ich es ganz kurz angesprochen, bin ja abgewichen. Mir wurde so bewusst, dass es einfach eine komplett neue Ära ist. Die Frau der neuen Zeit darf sich wirklich zeigen. Es braucht die Frau da draußen, die wieder weiblich ist, die sanft ist und trotzdem diesen Power in sich trägt und auch diese männliche Energie und weiß, okay, welche Struktur oder welche Strategie darf ich fahren, um wirklich ein Business, ein Unternehmen aufzubauen. Und was mir so bewusst wurde, ist so, dass ganz viele Frauen in unserem Alter oder auch jünger sich nicht erlauben, größer zu sein als die eigenen Eltern, sprich die eigene Mutter oder die eigene Großmutter, dass so diese Ahnenreihe einfach noch in ihr tief verankert ist. Und da sind wir wieder bei diesem Geldbewusstsein. Wenn ich mit den Frauen arbeite, da geht es bis zu 3 Generationen zurück, um wirklich herauszufinden, okay, wer steht hier dann wirklich auf dem Geldschlauch? Wer steht auf diesem Geldkanal? Oder was für unendliche Möglichkeiten hast du, wenn du einfach ein unendliches Wesen bist oder einfach diese Frau mit dieser Spiritualität, mit dieser Kraft in dir? Wer steht da? Wer erlaubt dir das nicht? Ist das der Vater? Ist das ein Geschwister? Ist das die Mutter? Ist das ein Großvater, Großmutter aus der Kriegszeit hervor? Also da gehen wir rein und analysieren das einfach. Und da kommen einfach ganz viele so Aha-Momente, wo sie sagen, wow,
genau, oder vielleicht in der Jugendzeit, in der Kindheit war es ein Satz, ein Bild, eine Sequenz, wo das Kind gesagt hat, wow, wenn ich dieses Geschenk nicht bekomme oder meine Mama kann das vielleicht nicht leisten, weil sie vielleicht einen Satz gesagt hat. Und dieser eine Satz hat diese Person das ganze Leben geprägt. Und ja, das schlummert alles im Unterbewusstsein. Dort gehen wir genau hin und schauen, was ist möglich, dass einfach das alles bereinigt werden kann, damit die Frau und auch der Mann natürlich in die absolute Größe gehen kann und das ganze Potenzial entfalten. Denn ja, es ist ein Zeitwandel da draußen und es kommen ganz viele Menschen mit viel Bewusstsein, was für mich extrem wichtig ist, dass wir uns zeigen, dass wir ja, aus eigener Erfahrung auch in früher Kindheit habe ich mich so oft falsch gemacht, weil ich einfach anders war als ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen, Schulfreunde. Ich war anders. Und ich glaube, das geht einfach ganz vielen Menschen so, dass sie sich anders fühlen. Und das sind genau diese Menschen, die jetzt ihr Potenzial entfalten dürfen, ihre Größe leben, denn ja, wir brauchen die da draußen. Diese Licht. Leben. Jetzt versteht meine Community wahrscheinlich, warum ich dich eingeladen habe. Nein, ich mache ja hauptsächlich für Empathen und Empathen haben nämlich tatsächlich dieses Gefühl, also ich glaube die meisten, ich habe da nämlich mal reingefragt, dass es so ein Gefühl ist wie, ich komme doch von einem anderen Planeten. Wenn du das Gefühl hast, bist du vom anderen Planeten, bist du absolut richtig hier. Genau. Ja, und das ist so schön, wie du sagst, ich glaube, so wie du sagst, die sich genau so gefühlt haben, genau die haben ja diese Feinfühligkeit dafür. Und deswegen ist für uns, sage ich jetzt mal, jetzt nehme ich uns wieder rein, haben wir diese Gabe, mit diesen Energien eigentlich so jonglieren zu können, wenn wir uns nur mal bewusst davon sind. Ja. Und du hast auch wieder zwei Punkte reingesetzt, die ich so wichtig finde, nämlich auf der einen Seite die Ahnenarbeit, nämlich auch zu gucken, was habe ich für Programmierung mitgebracht, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber auch meine eigenen Schatten anzugucken. Ja. Mhm. Welcher eigene Satz, den ich mir irgendwann mal, bewusst immer eingebildet habe, ja, hängt da einfach wie so ein Ball fest, ja. Ja. Wie nennt man das? Ich muss da immer wie heißt das aus den Gefängnissen früher, weißt du, diese Eisenkugel, die man dann so am Bein hatte. Ja, und das ist ja ganz oft in den Geldthemen. Viele, viele Menschen können das Geld nicht halten. Viele Menschen sagen, wow, ich habe einfach am 3., 4. des Monats schon kein Geld mehr, weil das Geld einfach wegfließt, weg, ja, aber durch, zwischen dem Finger durchrinnt. Und ja. Und dann gehen sie 5 Schritte zuvor und dann ist es, wie du sagst es jetzt, wie diese Eisenkugeln, ja, die können nicht bewegen. Und sonst gibt es Menschen, die haben das Gefühl, jetzt kann ich Vollgas einfach loslaufen, weil ich so energiegeladen bin und vorwärts gehe. Und dann kommen sie in einen Punkt, wo sie feststellen, dass das wie ein Bungee-Seil ist, das einfach extrem angespannt ist und sie katapuliert wieder einfach voll zurück und sie stehen wieder dort, wo sie losgelaufen sind und das braucht extrem viel Kraft. Und das darf alles aus dem System raus. Ja, voll. Was heute auch ganz, ganz viel für mich so mitgeschwungen hat in meinem Tag irgendwie, war auch dieser Punkt, weil du ja gerade so schön auch gesagt hast, ne, dass ganz, ganz oft am 3., 4. des Monats kein Geld mehr da ist, weil das Geld so weggeflossen ist. Und trotzdem schaffen es diese Menschen irgendwie bis ans Ende des Monats zu kommen. Das heißt, irgendwo ist ja was da. Und das sehen die meisten aber nicht, dass sie das ja schon können, weil sie haben es ja irgendwie geschafft. Aber sie fokussieren sich lieber darauf, dass es halt einfach weggeflossen ist. Und das ist ja auch wieder, in welcher Energie ich dann stecke. Ne?
wir haben immer eine Wahl. Stecken wir in der negativen Energie fest und sehen einfach, was nicht funktioniert, oder gehen wir auf die andere Seite, was wir ja auch in uns haben, in die positive Energie, und sind einfach jeden Tag dankbar für und sehen, was wir und wertschätzen, was wir im Leben haben. Also das heißt einfach, wenn ich einfach ständig Geld bekomme oder ausgebe oder das Geld wieder zu mir fließt, und ich sage jedes Mal danke für das Geld, das ich habe, oder dass ich Essen kaufen kann oder auch mit den Kindern am Tisch sitze und einfach für das Essen mich bedanke, dass wir einfach so diese Möglichkeit haben, qualitativ hochwertiges Essen uns zu gönnen. Ja, das ist ganz eine andere Energie. Aber ich könnte ja auch am Tisch sitzen und einfach über alles meckern und über alles negativ verausgaben und selbst auch mir passiert das einfach ab und zu, wenn ich mich in ein Energiefeld wieder einklinke, was mich runterzieht. Und ich merke einfach, wie schwer das ist. Und wenn ich wieder auf die andere Seite gehe, einfach dieser Energiefluss, es fließt alles, es ist einfach, wow, es ist einfach, ich denke, wie geil ist das? Ja, voll. Und das, ich finde, das ist diese magischen Dinge. Weil es kann sein, dass man irgendwo eine Semmel geschenkt bekommt. Oder dass man, keine Ahnung, dass auf einmal ein Freund einem auf einmal unter die Arme greifen kann. Und das war nämlich der Punkt, den du vorhin auch so schön gesagt hast, wo du gesagt hast, mit dem Geld manifestieren, wenn du auf der richtigen Schwingung bist, dann hast du nach Kunden gefragt. Ja, und das ist für mich auch dieses Wichtige. Wir müssen nicht immer nur die Zahl auf unserem Bankkonto. Natürlich ist es auch wichtig, aber es geht ja auch darum, in der kompletten Energie zu sein. Ja, du sprichst ein wertvolles Thema an. Wenn ich nach den Kunden frage, mir geht es darum, dass ich die Menschen weiterbringe. Und natürlich, wenn ich meine Arbeit verkaufe, fließt das Geld automatisch auch zu mir. Und das ist ganz ein anderer Fokus. Denn ich setze meinen Fokus auf den Mensch, weil mir geht es um das Individuelle des Menschen, dass er weiterkommt, dass es ein Beitrag für den Menschen ist, dass er ein leichteres Leben hat. Und natürlich darf dieser Mensch dafür bezahlen, weil, und das ist meine Feststellung, ganz viele Menschen geben so viel Geld aus für ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die sie einfach kaufen aus Frust heraus, aus Zorn, aus Wut heraus oder irgendetwas. Und ganz viele Menschen sind nicht bereit, Geld für die eigene Persönlichkeitsentwicklung auszugeben oder zu investieren. Und das ist einfach das wertvollste Geschenk, denn schlussendlich ist das für mich persönlich, für meinen Körper, für mein Bewusstsein, für all das, was ich in mir habe, für meine Größe. Und das dürfen ganz viele Menschen auch noch erkennen. Und wenn ich eben diesen Fokus auf den Menschen, auf den Kunden setze, fließt das Geld automatisch. Und diese Energie ist einfach unterschiedlich. Ob die Geldenergie im Vordergrund steht, ob ich das aus der Gier heraus tue, weil ich Geld will, weil ich Geld brauche, oder weil ich das Wohl des Menschen sehe und dass ich ein Beitrag sein darf. Das ist ganz unterschiedlich, also total unterschiedliche Energie. Ja, definitiv. Also darf jeder auch mal für sich einfach hinfühlen. Weißt du, wie viele Coaches da draußen am Markt gibt es, wo es fürs Geld tun? Und da ist einfach ganz oft ein Beigeschmack, gerade auch im Hochpreis-Coaching, dass sie so viele, also so hohe fünfstellige Summen verlangen. Und dann ist dieses Coaching durch. Und es gibt so viele Frauen. Es gibt so viele Frauen, die so gehofft haben, dass sie diesen Durchbruch schaffen in diesem Coaching-Raum. Und sie haben es nicht geschafft, was sie haben. Sie haben einfach Geld aufgenommen, sie haben sich verschuldet und sind jetzt immer noch am Schulden abzahlen. Und alleine das entspricht, also da darf ich auch schauen, dass ich da nicht zu fest in den Groll reinkomme, weil ja, es ist beides, ist Verantwortung, Selbstverantwortung. Und ich denke einfach auch, als Coach darf man erkennen, was man zu leisten hat. Und
ich habe auch ein hochpreisiges Coaching verkauft, aber diese Frau hat nach 2 Monaten, hat sie diese Summe drin gehabt und nach diesen 5 Monaten hat sie den Umsatz, also die Investition verdoppelt gehabt. Also die hat 50.000 bezahlt, hat er in diesen 5 Monaten 100.000 umgesetzt. Also das ist einfach Energie und das ist mein Anliegen an mich selbst und mein Qualitätsanspruch an mich selbst, dass ich die Frau dorthin bringe. Natürlich darf sie selbst das tun. Natürlich erkenne ich dann auch diese Muster und zum Sagen, hey, geh durch. Und ich nehme sie an die Hand und begleite sie durch und dann, wow, weil alles neu ist. Weil auch dieses Bild, wenn wir in dieser Komfortzone sind, in diesem Kreis drin, wir kennen nichts Neues. Unser System hat Angst, unser System geht einen Schritt zurück, weil alles, was neu ist, ist irgendwo mit Angst verbunden. Und da liegt es einfach wirklich an der Person, die diese Frau oder diesen Mann an die Hand nimmt und sagt, okay, ich zeige dir diesen Weg, weil ich persönlich bin da durchgegangen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und das, ja, das, ich finde einfach, da darf man einfach hinschauen, wo stimmt die Energie, wo, was darf man sein, was darf man empfangen und bin ich bereit dafür, diesen Weg zu gehen? Und ich finde, es ist auch manchmal, da sind wir wieder im Punkt des Wertes, ja, aber weil ich habe auch schon selber hochpreisige Coachings auch gehabt, also wo ich reingegangen bin, als auch umgekehrt, naja, wobei. Aber auf jeden Fall, was ich dabei so krass oder so spannend fand, bei mir selber zu beobachten, war allein diese Entscheidung zu treffen, ich investiere das jetzt für mich. Ja, diesen Wert gebe ich nicht nur dem Coach, dem ich das jetzt gerade bezahle, sondern diesen Wert gebe ich auch mir, dass ich es mir wert bin, eine Transformation durchzumachen, die mich auf die nächste Stufe bringt. Also das ist auch nochmal eine ganz, ganz, ganz andere, wie sagt man, Background, sage ich jetzt mal, weil mir gerade kein besseres Wort einfällt, wie wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, einen Kurs für 50 Euro irgendwo hole, ne? So, also. Ja, es ist alles wert, hat alles mit Wert zu tun. Kostet es nicht, ist es nichts wert, sagt man. Und das sehe ich schon auch so bei ganz vielen Menschen, die sammeln einfach alles, was kostenlos ist, sammeln sie und sind dann immer noch unzufrieden, weil sie nicht weiterkommen. Und da sage ich auch, okay, sei bereit, in dich zu investieren, sei bereit, neue Räume für dich selbst zu eröffnen und sei bereit, etwas ganz anderes im Leben zu tun, denn genau an diesem Punkt, wo wir heute und jetzt sind, um 20.40 Uhr, du und ich, das haben wir uns selber kreiert. Egal, wie viel Geld auf dem Konto oder eben nicht auf dem Konto, was für eine Beziehung, dass wir zu uns selber, zu den Kindern, zur Familie, zu dem Ehepartner oder zur Geliebten führen, das haben wir uns selber kreiert. Denn auf diesem Weg dahin hat es so viele Signale gegeben, innere Signale, so ganz kleine, feine Impulse, der unser wunderbarer Kopf einfach ignoriert hat, weil dann wieder gekommen ist, ja, das dürfen wir nicht, das kann ich nicht, ich traue mich nicht, ich habe Angst, jetzt nicht, morgen. Und diese feinen, kleinen Impulse, das sind so diese Seelenimpulse, die vielleicht manchmal unangenehm sind. Wenn man da bereit ist, alles dafür zu tun, um diese Impulse umzusetzen, dann erlebt man die Freiheit. Und ich weiß, von was ich spreche. Ich bin so oft umgedreht, weil ich Angst hatte, da durchzugehen, weil ich gedacht habe, niemand mehr auf dieser Welt mag mich dann, niemand mehr von meiner Familie schätzt mich dann und alle verurteilen mich. Das waren so tiefe Prägungen in mir persönlich, bis ich einfach da durchgegangen bin. Ich habe Grenzen in meiner Familie gesprengt, die einfach sowas von verpönt waren, weil wir einfach so erzogen worden sind. Und das war gut, weil ich weiß, meine Mama und mein Vater, die wollten immer das Beste für uns. Und das hat nichts mit der Erziehung zu tun. Also schon entsteht alles im Elternhaus, ganz klar.
Aber schlussendlich dürfen wir die Eigenverantwortung übernehmen und sagen, okay, wenn ich ein anderes Leben möchte, wenn ich finanzielle Freiheit erreichen möchte, wenn ich einen anderen Job, wenn ich ein Luxusauto, was auch immer mir leisten möchte, dann tue ich das. Dann tue ich alles dafür, dass ich das erreiche. Und das sind einfach ganz viele Menschen da draußen nicht bereit, das für sich zu tun, weil sie Angst davor haben, diese Hürde, diese Schwelle zu überschreiten. Oh, ich muss gerade an zwei Sachen in meinem Leben denken. Auf der einen Seite ist mein Papa Entwicklungshelfer und ist schon immer seinem Bauchgefühl gefolgt. Der hat immer gesagt, er ist immer dem gefolgt. Nichtsdestotrotz habe ich als Tochter nicht die Muster von ihm übernommen, sondern habe die Muster von meinen Tanten übernommen, die eben eher auf mach lieber vorsichtig, ne, und aufpassen und lieber was Sicheres nehmen. Und also das auf der einen Seite, deswegen, das ist so die Einflüsse, die wir manchmal haben, beziehungsweise welche wir selber entscheiden anzunehmen, ne, was halt dann die mehr Sicherheit gibt. Und auf der anderen Seite weiß ich noch ganz genau dieses Erlebnis für mich. Und das war, ich weiß es wie heute noch, 2016 im November saß ich auf Hawaii und habe in einem Ritual, was ich da machen durfte, gehört, den Impuls bekommen von der geistigen Welt, folge endlich deinem Herzen. Es war um, wie sagt man, um es tatsächlich so zu sagen, es war ein kleiner Tritt in den Hintern. Ja, und ich weiß noch, wie ich wirklich, das war eine Angst, die auf einmal da hochkam. Das kann ich doch nicht machen, weil es natürlich auch finanziell und überhaupt, und da kam alles auf einmal über mich, und ich habe da so 2-3 Tage gebraucht, und ich war froh, dass ich wirklich auch in einer Umgebung war, die mich gehalten hat in dem Moment, in dieser Angst, in dieser, was da so hochgekommen ist. Weil ich bin am Ende dieser Reise dann zurück und habe gesagt, okay, und jetzt wird mein Leben anders. Und ist anders geworden. Es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Ja. Diese Angst darf jeder gehen oder jeder gehen, wenn man etwas Neues erreichen will. Weil eben wie gesagt, an diesem Punkt, wo jede Person, jeder Mensch heute und jetzt steht, hat er selbst für sich kreiert. Um etwas völlig anderes, etwas ganz Neues zu erreichen, darf man ab sofort etwas Neues tun, was noch nie im Leben vielleicht war oder was man vielleicht bis heute ausgeschlossen hat aus der eigenen Realität. Und da darf man einfach wirklich alles verändern, um ganz neue Ergebnisse und Resultate zu erzielen. Ganz, ganz einfach. Ja, mein Lieblingsspruch, den kennst du wahrscheinlich auch, dieses Gesetz des Wahnsinns. Wahnsinn. Ja. Weil wir immer wieder das Gleiche tun und erwarten aber ein anderes Ergebnis. Stimmt. Und ich liebe das. Das ist für mich so wahr in allem, was wir tun. Weil, wenn, ja, wie soll ich was anderes erleben, wenn ich immer nur die gleiche Straße gehe? Ne? Absolut. Ja, ich finde das auch immer so spannend. Ja, wie in den Beziehungen. Mein Geld hat ja auch ganz viel mit Beziehungsthemen zu tun. Mhm. Es würde nicht so viele Scheidungen geben, wenn einfach die Menschen das Geld verstehen würden oder diese ganzen Themen aus der Kindheit gereinigt hätten. Da hätten wir ganz, ganz bestimmt nicht so viele Scheidungen. Und wenn man einfach die Beziehungen, den Menschen auch versteht und auch die Energie, ja, das ist einfach so ein komplexes Thema, was ich auch sehr, sehr liebe. Jetzt habe ich den Vater verloren. Mit der Beziehung. Nein, jetzt kommt es wieder. Ja, das sieht man ganz oft, wenn es eben Scheidung gibt, dass die Frau oder der Mann eine andere Frau oder einen anderen Partner ins Leben zieht. Das sind meistens dieselben Typen von Menschen mit denselben Charakterzügen. Denn ja, sie sehen sich nach Liebe. Und dann haben sie das Gefühl, wow, der Mann, das ist mein Traummann. Und dann stellen sie nach einem halben Jahr, stellen sie fest, wow, der hat so viele Parallelen wie mein Ex-Mann. Und das ist genau dieser Wahnsinn. Wenn wir nichts verändern, wenn wir nichts in uns drin erkennen, was das Thema ist, was der Trennungsgrund ist,
dann ziehen wir energetisch einfach wieder dieselben Energien an, bis wir daraus lernen, okay, hey, ich darf vielleicht mich auch mal verändern, ich darf mal dazulernen und den Partner verstehen, auch den Partner zu respektieren, auch zu achten und ihn so sein zu lassen, wie er ist. Denn wenn ich einen Mann heute kennenlerne und er hat diesen Charakter, ich habe nicht das Recht, ihn während der Beziehung zu verändern. Wenn ich heute mit diesem Charakter, mit diesem Wesen nicht klarkomme, dann komme ich in einem halben Jahr auch nicht klar. Da darf man einfach ehrlich zu sich selbst sein. Und da, wenn man das versteht, und da haben mir wirklich Access, hat mir so viel Möglichkeiten gezeigt, wie man, ja, was da alles möglich ist. Und wenn das die Menschen da draußen verstehen, was ich so sehr wünsche, alle, die auch das, die Geldthemen bereinigen, dass eine wirklich eine wundervolle Beziehung möglich ist, auf Augenhöhe. Und dass diese tiefe Wertschätzung, diese Achtung und dieser Respekt gegenüber dem Mann und der Frau einfach vorhanden ist. Und vor allem, dann geht es nicht mehr einfach nur um die Sexualität, sondern um etwas ganz Größeres. Dann geht es um wirklich diese Sexualness-Energie, um das ganz Große. Und es geht nicht nur einfach um sich schnell zu befriedigen, was auch immer, sondern um, genau. Das ist auch die Kreativität, ne? Die Kreativität, die gerade in dieser Verbindung von männlich und weiblich ja dann auch. Ich liebe dieses Thema von der Sexualness her, von der ganzen Beziehung, weil Geldbeziehung, Liebesbeziehung, alles ist Beziehung. Wenn wir das verstehen, wenn wir das den Menschen so nehmen können, wenn wir seine Energie lesen können, wenn wir ihn dort abholen können, wo er ist und ihn so sein lassen dürfen, einfach wie er ist, ja, was ist dann alles möglich? Meine Güte, ich so, Nein, ich feiere immer mit meinen Kundinnen, wenn sie wieder so Durchbrüche haben, wenn sie einfach in der Paarbeziehung, wenn sie wieder zurück in den Raum kommen und sagen, wow, Sophia, ich habe sowas Schönes erlebt, was noch nie da gewesen ist. Und meine letzte Kundin, die ist seit 35 Jahren mit ihrem Mann zusammen und glaube 30 Jahre verheiratet. Ja, wenn da wieder die Beziehung neu entstehen darf, wie schön ist es, und es braucht einfach immer beide dazu, das ist ganz klar. Mhm. Ach, schön, mega, mega cool. Jetzt haben wir hier auf Facebook, habe ich gerade gesehen, die liebe Sandra ist da, sie hat geschrieben, was für eine geniale Energie hier. Voll schön, danke liebe Sandra. Ja, also ich glaube, ich könnte mit dir Stunden füllen, aber ich glaube... Ich will aber eins noch unbedingt mitnehmen, weil das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich dich unbedingt hier haben wollte. Weil ich finde, diese Arbeit mit Energien ist so unheimlich wichtig und deine Arbeit ist so unheimlich wertvoll. Und ich finde gerade speziell für Empathinnen, weil wir eben mit Energien ganz viel arbeiten, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir es in all seinen Facetten verstehen. Deswegen möchte ich gern alle von euch einladen, nämlich zu einem ganz, ganz besonderen Rendezvous mit deinem Geld. Das hat die liebe Sophia jetzt auf die Beine gestellt. Eine ganz besondere, ich glaube nicht Challenge, sondern so richtiger Workshop. Da geht es richtig ums Arbeiten, ne? Ja, genau. Da dürfen Sie mal so richtig eintauchen mit ihm. Mit ihm, genau. Ganz, ganz besonders. Also kann ich euch wärmstens empfehlen. Ich werde das auf jeden Fall verlinken unter das Video, damit ihr es sehen könnt, wenn ihr Lust habt. 100 Frauen dabei. Frauen. Das ist mega. Mega. Ich sage mir so, boah. Mega, mega mäßig. Am 19. Juni geht's los um 20 Uhr. Also wer von euch Lust hat, unbedingt, es lohnt sich definitiv mitzumachen. Wie gesagt, Link setze ich euch drunter. Ich sehe gerade, es sind genau 10 Tage noch dahin. Meldet euch an, auf jeden Fall. Seid einfach dabei. Macht den Sprung. Ja, also und vor allem ist kostenlos. Also ihr bekommt 6 Tage lang meine Energie, mein Wissen in diesen Räumen. Jeweils 20 Uhr. Und ja, was ist da alles möglich? Ich freue mich. Oh. Ich auch, ich bin auch dabei.
Ja, danke. Mai ist meine wundervolle rechte Hand. Sie unterstützt mich auf allen Seiten, wo es geht. Danke. Danke dir und danke, dass du hier warst. Das ist so schön. Mein erster Spirit Talk mit Gast. Ich bin schon gespannt. Ich fand es auf jeden Fall voll schön. Mega, danke für die Einladung, Mai. Dankeschön. Und ich hoffe, euch hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich setze euch alle Links unten drunter. Und es wird auch eine Aufzeichnung auf YouTube geben, vorsichtshalber, weil ich weiß nicht, ob es ein bisschen geschwankt hat auf Instagram und Facebook. Also da könnt ihr es euch nochmal anhören, auf alle Fälle. Und ich glaube, da waren echt ein paar Goodies dabei. Und ja, ich wünsche euch erstmal einen ganz, ganz wundervollen Mittwochabend. Und dir, liebe Sophia, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank. Und vielen Dank an euch Zuschauer, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke, danke, danke. Danke. Tschüss. Ciao, danke.